Herr Schaff, schönen Dank. Wenn Sie sich als Geschenk zum 60. Geburtstag jetzt aussuchen dürften, ob Sie das nächste Spiel irgendwann, wenn es mal wieder ein Spiel gibt, würden Sie sich das nächste Spiel dann von hier aus lieber angucken oder lieber von da unten in irgendeiner Funktion? Mit dem Aussuchen ist das ja immer so ein Ding. Ne? Das ist ja immer die Frage, welche Emotionen hat man dann gerade in dem Moment, in welcher Phase befindet man sich. Letztendlich bin ich natürlich immer von meinem Wesen her Trainer gewesen oder Spieler und dann Trainer. Und da möchte man natürlich so nah am Geschehen dran sein, wie es nur geht. Das ist das eine. Auf der anderen Seite aber auch vielleicht analysieren. Und da läuft so diese Maschine ab oben, wenn man sich ein Spiel anguckt oder ein Spiel verfolgt. Das zu lesen und aufzupassen, was da passiert. Vielleicht dann auch da drüben irgendwo auf der Tribüne auf einem guten Platz, um die beste Sicht zu haben. Ne? Aber es sind natürlich viele, viele Gedanken dabei. Natürlich auch die Emotionen hier, wenn man hier, wo das Ganze brodelt und wo die Emotionen direkt rüberkommen, wo man mitfiebert, wo man im Prinzip als Fan hundertprozentig dabei ist und das auch auslebt auf so einem Tribünenplatz mit einer analytischen Einstellung. Das ist ja vielleicht ein bisschen gedämpfter, ein bisschen ruhiger. Sie jubeln dann trotzdem. Kontrollierter, aber dann eben nur in den entscheidenden Situationen vielleicht dann emotional ausbrechend. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig. Ich glaube, es gibt viele Anreize, beim Spiel dabei zu sein. Also alles macht irgendwo Spaß. Haben Sie denn hier schon mal ein Spiel verfolgt, hier in der Ostkurve? Hier direkt, so wie sie jetzt vorhanden ist, nicht. Glaube ich jedenfalls. Ich kann mich nicht daran erinnern. Natürlich im alten Stadion, klar. Als kleiner Junge in der Ostkurve. Früher, als das Stadion auch ein bisschen anders ausgesehen hat. Ein bisschen lange zurück. Da gab es dann eben eigentlich, der Fanblock war da unterm Dach, in ja. der Geraden, in der Nordseite, dort eben unterm Dach im Stehbereich war ja eigentlich so die ganz engen Fans dabei, bis das dann in die Ostkurve rübergewandert ist und dann sich hier eben platziert hat. Und hier war man dann natürlich auch als kleiner Junge, als Fan dabei. Als Sie jetzt kleiner Junge in der, ich sag's jetzt mal, Ostkurve bzw. in der Fankurve waren, haben Sie dann richtig mitgegrölt, mitgeschrien, mitgesungen? Ja klar, man lebt das dann ja auch aus. Also das ist ja vielleicht als kleiner Junge, aber natürlich auch später. Es kommt immer darauf an, in welchem Rahmen man sich befindet, also in welcher Gruppe man dabei ist, wie man da auch mitgerissen wird, wie welches Spiel das auch ist und wie man sich da, ja, wie man sich wiederfindet. Haben Sie mal in den letzten oder in den vergangenen Jahren oder auch mal eher mal so den Reiz verspürt, ich verkleide mich mal und stelle mich mal einfach hier hin und guck mal, ob mich keiner erkennt und jubel einfach mal mit oder mach einfach mal mit? Also ich gebe es zu, der Reiz war schon groß, sich wirklich auch mal zu verkleiden und dann einfach auch mal, was weiß ich, ob im Stadion oder in der Stadt sich noch mal irgendwo zu bewegen, dass man vielleicht mal anders wahrgenommen wird. Man merkt es ja so, wenn ich durch die Stadt gehe oder so, dass dann natürlich auch ein bisschen getuschelt wird oder Blicke kommen oder eben auch das freundliche Grüßen einfach nur da. Es ist ja wunderschön, also ist ja klasse und ist ja toll. Aber manchmal ist es eben auch halt so, dass man vielleicht dann nonstop beobachtet wird und dann vielleicht auch mal sagt, na, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du mal vielleicht mit einer Verkleidung nicht erkannt wirst und dann eben auch Dinge vielleicht mal so im normalen Rahmen erleben könntest und nicht vielleicht immer auf dich bezogen dann in deinem Umfeld wahrgenommen wirst. Müssen Sie dann woanders hinfahren, um solche Momente zu erleben? Haben Sie da so einen Weg gefunden, um auch das mal ausleben zu können, nicht erkannt zu werden, nicht beobachtet zu werden? Ja, aber das ist, also ich glaube, man muss sich dafür entscheiden, dass man das auch gerne macht, dass man auch versucht, so seinen Lebensrhythmus beizubehalten, auch jetzt nicht irgendwo so einen separaten Lebensraum zu schaffen, sondern eben auch zu gucken, sich bewusst zu sein der Situation, dass man das als normal aufnimmt. Und nochmal, ich habe es immer wieder positiv empfunden,
mir diese Chance, diese Freiheit mir nicht nehmen zu lassen, mich frei zu bewegen, nicht irgendwo mich zu begrenzen, sondern ganz normal mich eben auch einzubringen. Es gibt auch keinen Grund dafür. Und wenn es letztendlich dann immer auch freundliche Begegnungen sind, die auch mal vielleicht kritischer Natur sein kann, dass man jemanden trifft und der mit mir über Fußball sprechen will und ihm irgendwas nicht gefallen hat, das gibt es ja auch. Das passiert ja auch mal. Dann, und das auf einer vernünftigen Art und Weise passiert, dann ist das auch alles okay. Das ist auch gut, dann ist das auch genau top. Also es geht ja auch nicht nur um eine Beweihräucherung oder einfach eine anonyme Geschichte, sondern eben eine Offenheit auch und eine Klarheit und eine Akzeptanz, die man durchaus realisieren kann. Aber es kann doch auch immer unangenehm werden. Ich sage mal, wenn es auf einer sachlichen Ebene ist, ist es ja alles ganz schön zu diskutieren, aber Sie werden doch sicherlich auch mal in Zeiten, wo es war ja ganz selten nur, dass es hier mal nicht lief, dass Sie dann auch schon mal andere Sprüche und Wörter gehört haben. Wie geht man dann mit solchen Fans oder Menschen um? Ich glaube, das ist wichtig. Das ist extrem wichtig, ob die Grenze überschritten wird oder nicht. Ja, also was wir jetzt, sag ich mal, unter einem guten Miteinander verstehen würden, offenem Miteinander ein Gespräch zu führen, ich glaube, da findet man immer eine Basis, auch kritisch miteinander zu sein. Aber ich glaube, es darf nicht in irgendeiner Art und Weise gehen, dass man die andere Person verletzt. Absolut. Egal in welcher Art. Das muss nicht körperlich sein, es kann auch ne, vom psychologischen her sein, dass man dort die Grenze überschreitet. Da muss man es abbrechen. Da muss man sich der Situation entziehen. Kommt, da hilft dann der gute alte Handy-Trick oder was machen Sie dann? Nein, oder, man muss. Oder muss man dann ehrlich sagen, nee, möchte ich jetzt nicht mehr? Ich glaube, also, ja. Ich glaube, auch das gehört dazu. Also auch das muss man irgendwo dann auch wissen, dass man da auch vielleicht klare Kante zeigen muss und dann sagen muss, du, pass auf, so macht das keinen Sinn. Ja, und so finden wir nicht ein Niveau, wo wir für beide Seiten vielleicht was Gewinnbringendes erleben können. Dann muss man das abbrechen. Sie haben gerade diese Grenze angesprochen, wenn wir gerade schon bei dem Thema, wir sind jetzt gerade ein bisschen bei dem Negativen, zu dem Positiven kommen wir natürlich noch, aber Grenze überschreiten. Es gibt auch Fotos und von früher, wo in der Ostkurve nicht nur schöne Plakate hängen, auch mal scharf, soll gehen, wollen dich nicht mehr, nicht oft, aber es kam vor. Wie geht man mit sowas um, wenn man das dann in seiner eigenen Fankurve sieht? Jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Nochmal, solange das nicht die Grenze überschreitet. Ist das noch? Das ist doch alles okay. Also ich mag ja auch nicht jeden. Also, also ne? Stellen Sie sich auch irgendwann mal hier hin mit so einem Plakat ein. Nicht unbedingt, aber ist vielleicht nicht unbedingt meine Art. Aber jeder, was weiß ich, hat doch sein Recht und seine Meinungsäußerung. Solange er, wie gesagt, die Grenze nicht überschreitet. Und da muss jeder feinfühlig sein. Also man darf da, glaube ich, nicht zu empfindlich sein. Da muss man eben auch mal was vielleicht wegstecken können, aber nicht so einfach alles abtun, so was im Fußballgeschäft ganz leicht passiert, naja, dafür verdient er viel Geld. Das ist eine ganz miese Nummer, das ist eine ganz schlechte Nummer. Natürlich wird viel Geld verdient, ohne Frage. Vielleicht manchmal auch viel zu viel, vielleicht auch außer Frage. Aber trotzdem darf man Sachen, die oder Methoden oder Aussagen oder Verhaltensweisen nicht damit rechtfertigen, die einen anderen Menschen wirklich bedrängen, in Not bringen, in Gefahr bringen. Ich glaube, da muss man sehr sensibel sein, muss man aufpassen. Haben Sie denn mal Sorge gehabt irgendwann mal? Ich meine, Sie haben sich ja oft auch gestellt. Es gab ja Momente, wo man dann auch mal den Fans Auge im Auge. Absolut. Gerade nach schwierigen Situationen. Absolut. Nein, ich bin da auch eher dafür gewesen, eben auch sich der Sache zu stellen. Und dann eben auch, und nochmal, solange es ein vernünftiger Austausch ist, kann das ja auch helfen. Also für mich auch, sage ich mal, andere Sichtweisen dann kennenzulernen oder die nochmal verdeutlicht zu bekommen. Und auf der anderen Seite meine Meinung aber auch tragen zu können. Also auch Hinweise zu geben, Informationen zu geben, dass man vielleicht auch was anders sehen kann. Ja, deshalb muss man sich der Sache stellen. Aber immer in der Form, nochmal, die Person und den Menschen immer zu wahren und zu respektieren. Das ist das, das,
Das ist das Allerwichtigste in unserem Leben überhaupt. Also das sollte man nie verlieren. Sie sind jetzt so lange dabei. Sie waren Spieler, dann Trainer. Jetzt sind Sie auch immer als technischer Direktor noch dabei. Hat sich das Verhältnis zwischen Fans und den Profis verändert? Sie sprachen gerade an, dass oft dieses Argument gebracht, die verdienen so viel, die müssen das aushalten können. War das früher anders in Ihrer Zeit? Weil Sie vielleicht? Ich glaube schon, dass wir hier immer wieder versucht haben. Das hat uns, glaube ich, auch immer wieder ausgezeichnet. Bremen an sich auch ausgezeichnet, dass wir immer eine nahe Verbindung hatten mit unseren Fans, mit der Stadt, mit den Bewohnern, Mitbewohnern. Ja, also wir sind immer ein sehr auffälliger Teil hier gewesen. Ne? Sieht man ja auch hier, was weiß ich, wenn hier ein paar Leute drin sind, dann ist das sehr auffällig, sehr laut manchmal auch. Aber wir sind immer ein Teil der Stadt Bremen gewesen und der Bevölkerung Bremens gewesen und auch des Umlandes. Es ist ja nicht nur Bremen, sondern es sind ja alle Bereiche drumherum leben ja mit Werder Bremen. Und man sieht das ja überall, wenn man über die einzelnen Viertel fährt, wo die Flagge gehisst ist, wo Werder Bremen irgendwo sich wiederfindet. Und ich glaube, das hat uns immer ausgezeichnet, diesen Kontakt nie zu verlieren, den immer eng zu halten. Und ich habe es neulich mal in so einem Podcast gesagt, ich glaube, es hat auch immer ausgemacht, auch durch schlechtere Zeiten mit durchzugehen. Also, dass auch irgendwo so eine Stärke vielleicht zu finden, daraus eine Stärke zu machen. Man geht weiter, man geht gemeinsam weiter. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, 99 hier, als ich hier eingelaufen bin beim ersten Spiel, was hier alles stattgefunden hat, wie unsere damalige Situation war, aber wie sich jeder Bremer identifiziert hat hier mit Werder Bremen und ich weiß noch, Bürgermeister mit einem Theaterdirektor auf dem Tandem hier eingefahren. Ne? Und alle haben gegen den Abstieg gekämpft. Ja, um den krassen und diese Zeiten eben auch erlebt. Und deshalb hat es mich auch unheimlich gefreut. Und finde ich es eben auch klasse, wenn man dann eben auch tolle Zeiten erlebt. Und Glückseligkeiten eben gemeinsam erlebt, wo man einfach nur glückselig ist. Und beide Seiten eben zu haben, kann man aber auch nur erleben, glaube ich, wenn man eben auch so als Stadt das mitmacht und mitfiebert. Sie haben das oft dann, wenn glückselige Zeiten waren, standen Sie gerne auch mal vor der Ostkurve, gerne häufig auch auswärts und haben die Laola angestimmt. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Ich glaube, das plant man auch nicht, sondern es gibt einfach so die Situation her. Und das meine ich vielleicht auch damit. Ne? Also man macht ja nicht die Laola, wenn es gerade schief läuft, sondern dann ist irgendwie was Gutes passiert und dann glaube ich, kann man damit vielleicht dann eben auch so eine Freude teilen, ne? So einen Spaß teilen und einfach auch zeigen, ja Mensch, wir haben vielleicht was ganz Gutes auf die Reihe gekriegt auf dem Platz, aber ihr habt eben auch das dafür gesorgt, dass das vielleicht auch gut klappt. Wenn man als Trainer da draußen steht und das Publikum fordert einen Spieler oder es macht besonders viel Stimmung und peitscht die Mannschaft nach vorne, lässt man sich dadurch auch mal beeinflussen? Inwiefern? Na, indem man dann sagt, na, bringe ich den vielleicht schon noch eher oder riskiere ich noch mehr, gehe ich jetzt noch mehr auf Sieg? Oder? Nee, da nicht. Ich glaube eher, für mich war es immer irgendwo so ein Ding, also ich war sowieso immer im Tunnel. Ich habe viele Sachen nicht mitgekriegt, okay. Wo ich dann Diskussionen hatte, auch vielleicht abends später mit Freunden, die auch beim Spiel waren, die gesagt haben, oh, hast du das gesehen oder hast du das? Ich sage, du, also ich bin froh, dass ich da auf dem Grün alles auf die Reihe gekriegt habe. Das andere habe ich dann nicht mehr mitgekriegt. Eher so in der Richtung, wenn man so das Gefühl hat, du kommst vielleicht mit dem Team nicht so in die Gänge und du brauchst vielleicht irgendwo ein Zeichen, wodurch auch immer. Du kannst vielleicht selbst auf dem Platz durch Hilfestellung von außen nichts bewirken, aber vielleicht wäre es jetzt gut, wenn wir mal von den Fans irgendwie ein Zeichen kriegen oder
nochmal so ein Schwung kommt, nochmal Gesänge kommen oder sowas. Wie machen Sie das dann? Haben Sie dann? Keine Ahnung. Man versucht, glaube ich, dann irgendwo vielleicht draußen durch sein Handeln vielleicht irgendwo jemand zu wecken. Durch die Aktion vielleicht für Bewegung zu sorgen und daraus was zu realisieren. Vielleicht versucht man das. Und das, ich glaube, da habe ich mich schon ein, zwei Mal wiedergefunden, dass ich da vielleicht was versucht habe. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn vielleicht eine Ungeduld draußen war, ja, auch mal zu sagen, Leute, habt Geduld. Ne? Also ich sehe, wir sind auf einem guten Weg, ich habe das gute Gefühl, da kommt was und so weiter. Werdet nicht unruhig. Das muss man vielleicht dann auch mal sehen. Gab es eigentlich so einen Fangesang, der Ihnen besonders gut gefallen hat? Wo Sie gesagt haben, ja, wenn das kam, da wusste ich... Mir hat es immer gut gefallen, wenn unsere Fans sich um uns gekümmert haben. Und uns, sage ich mal, uns als unsere Gemeinschaft und als die Mannschaft, als unseren Verein, versucht haben zu pushen und nicht so sehr den Gegner schlecht zu machen. Ich finde, das ist eine gute Art des Fanseins. Das ist eine gute Art, sage ich mal, sich mit seinem Verein, mit seiner Mannschaft zu identifizieren. Weil es geht um die Mannschaft, es geht nicht um so sehr um die anderen. Aber bei Nordderby ist es allerdings ein bisschen schwierig, ne? Ich weiß es, aber bei aller Rivalität, die da ist, und auch da müssen wir aufpassen. Ich habe noch ein paar Bilder hier im Kopf, wo man weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Und wo es wirklich gefährlich geworden ist. Und da will ich auch keine Schuldzuweisung, was weiß ich, wer dafür. Ich glaube, jeder muss sich da überprüfen und jeder muss da aufpassen. Aber gerade deshalb meine ich, es ist wichtig, das eigene Team zu stärken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wie auf dem Platz letztendlich auch. Sie kümmern sich auch lieber um Ihre Mannschaft als um den Gegner, oder? Sehr gerne, ja. Es gab eine Choreo, die ist, glaube ich, unvergessen. Da waren Sie ja wahrscheinlich selbst nicht im Stadion. Da waren Sie nämlich nicht mehr Trainer von Werder Bremen. Das war die erste Saison seit gefühlt einem halben Jahrhundert, dass Sie nicht mehr Trainer waren. Und dann gab es hier den einfliegenden Thomas Schaaf. Haben Sie es am Fernsehen gesehen? Wo haben Sie es mitbekommen? Ja, ich hab's am Fernseher verfolgt. Ich glaube, ich war zu Hause. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, ja, doch, ich war zu Hause. Ich habe es zu Hause am Fernseher gesehen. Und hatten Sie was geahnt, dass da irgendwas kommt? Hat man Ihnen gesteckt, die Fans, die machen, da guckst du dir mal an oder so? Ja, es gab dann irgendwo eine Verbindung und gab es ein paar Informationen, dass was stattfinden sollte und so weiter. Und ich wurde auch gefragt zu irgendeiner Geschichte, ob ich damit einverstanden bin. Und das war auch okay, deshalb habe ich da jetzt auch nicht geäußert. Ich habe aber auch immer wieder gesagt, bleibt positiv, also in dem, was ihr euch dort vorstellt und was ihr äußern wollt oder was ihr machen wollt. Und das ist auch passiert. Ja, wie war es? Ich meine, das war ja schon, also sowas hat es hier, glaube ich, noch nicht gegeben. Und seitdem habe ich sowas auch nicht wieder gesehen. Ein extrem hoher Aufwand. Und es sah, ja, nennen Sie die Worte, wie Sie es fanden. Ja, es ist schon etwas Außergewöhnliches gewesen. Also auch für mich natürlich. Es ist natürlich, wenn man so lange in einem Verein ist und wenn man so lange auch in so einer verantwortungsreichen Position ist, über so viele Jahre und so viel erlebt hat und so viel gemacht hat, ist das irgendwo ja auch ein Zeichen dafür, dass einige Sachen, glaube ich, nicht so schlecht waren. Und dass eben dann so rüberkommt und so aufgezeigt wird, ist, glaube ich, schon ein sehr bemerkenswertes Zeichen und ein sehr schönes Gefühl. Und dann nimmt man das auch gerne mit und dann denkt man eben auch vielleicht an all die Momente, die man dann eben auch gehabt hat. Denkt man eben auch sehr intensiv dann nach. Und ja, das kommt schon sehr nah an einen ran. Das muss man schon sagen. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Fans sind Ihnen extrem eng verbunden. Wie oft werden Sie noch eingeladen von Fanclubs, die fragen, oh, können Sie noch mal vorbeikommen?
Ach, darum geht es nicht, sondern es geht eigentlich immer darum, egal wo man ist und dass man das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man in seiner Art, glaube ich, dort offen bleibt ich fällt mir gerade ein, so spontan, ich weiß nicht, ich war irgendwo mal auf einer Kohlfahrt und das war bei uns im Umland hier und da waren, ich weiß nicht, glaube ich, 2 oder 3 Fanclubs. Ich wusste das nicht und war mit so einer Gesellschaft da mitgegangen. Aber es war trotzdem okay. Es war angenehm und es war nicht irgendwo bedrängt oder sonst was. Und natürlich wirst du dann irgendwo beobachtet, aber es war lustig, es war trotzdem gut. Es war als schön. Werder-Trainer auf eine Kohlfahrt zu gehen, dann in irgendein Gasthaus einzukehren? Lange, also nicht während der Zeit, also lange danach mit Abstand. Also nicht, okay. Um Gottes Willen. Jetzt irgendwo in den letzten Jahren oder so. Und dann, okay. Also nicht, dass ich Ihnen das nicht gegönnt hätte als Trainer, aber ich stelle mir das nein, 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 schon. Nein. Also das war einfach von einer Freundesrunde und wo ich mitgegangen bin und dann hat man das natürlich sehr deutlich gesehen. Ja. Da müssen Sie jetzt aber nicht mehr Ihren Fußball erklären, sondern anderen Fußballern erklären wahrscheinlich. Ist das dann schöner, wenn man selbst in Verantwortung ist und das erklären muss, was man selbst zu verantworten hat? Ja, aber du musst so oder so erklären. Also insofern ist es egal. Das ist unwichtig. Wie sieht es mit Geschenken aus? Gab es viele Geschenke von Fans? Was macht man dann damit? Und gab es irgendwie irgendeine... Nee, jetzt weiß ich gar nicht. Nee, glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwo großartig Geschenke gab. War eigentlich auch nicht angesagt. Also das größte Geschenk war eigentlich, dass man das, was wir versucht haben, fußballerisch aufzuzeigen mit unserer Art und Weise, Fußball zu spielen mit der Mannschaft, dass das Spaß gemacht hat. Das war eigentlich unser größtes Geschenk, ja, was wir bekommen haben, dass sie möglichst viele Fans damit identifizieren und dem folgen und sich einfach auch mit uns beschäftigen. Das ist so, das heißt doch schon mal, guck mal, da passiert irgendwo was, wo einer das verfolgt und wo er sich Gedanken macht. Und so wie wir es eben auch gesagt haben, wenn es auch mal zwischendurch ein paar kritische Töne gab, auch das gehört dazu und sollte passen. Seit einem Jahr darf hier keiner mehr rein, also kein Fan mehr. Grausam. Glauben Sie, dass, wenn das irgendwann wieder so ist, hoffentlich bald, dass Sie alle wiederkommen werden? Ich glaube, der den Fußball liebt und der den Fußball für sich ausgesucht hat, ne, da dabei zu sein und das mitzumachen, ich glaube, dass der auch wieder da ist, dass der auch wieder kommt. Der vorher vielleicht schon ein bisschen Alternativen gehabt hat und andere Gedanken gehabt hat, der wird vielleicht jetzt auch noch mal mehr überlegen. Aber ich glaube, der Fußball bietet so viel Emotionen aufzuzeigen und mit Freunden etwas zu erleben. Also der Fußball ist ja kein Sport, sag ich mal, wo ich jetzt alleine hingehe, etwas alleine mache, sondern es geht ja immer um die Gemeinschaft. Und deshalb glaube ich auch, dass genügend Gemeinschaften hier wieder zusammenkommen werden und dem Fußball folgen werden. Vielleicht etwas kritischer. Vielleicht. Ja, weil kritischer insofern, ob ich bereit bin, also kritischer für jeden Einzelnen für sich, ob ich bereit bin, das zu investieren oder mir die Zeit dafür zu nehmen und nicht, was ich vielleicht jetzt in einer anderen Form wahrgenommen habe, dem mehr zu folgen. Also insofern. Herr Schaaf, wir haben noch die Fans gefragt oder die Möglichkeit gegeben, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Ja, und da kamen unglaublich viele Rückmeldungen. Da würde ich noch mal kurz... Das sind ein paar, geht relativ flott, glaube ich, aber es sind interessante Sachen dabei. Zum Beispiel, und wir haben nur Fragen genommen extra, wo die Leute auch ihren Namen dabei geschrieben haben, weil uns das wichtig war, dass das nicht irgendwelche anonymen Fragen im Internet waren. Und Florian Brill zum Beispiel, Herr Schaaf, wo haben Sie eigentlich Ihren Spruch mit dem nassen Helm her? Sie müssen ja auch Alternativen haben, Sie müssen ja tätig werden. Und deshalb müssen wir auch irgendwann planen können. Weil Sie können ja auch nicht beigehen und zu einem anderen sagen, warte mal noch bis Juni. Ja? Und dann Juni, du, geht doch nicht. Dann sagt er, oh, du hast doch einen nassen Helm auf. Das weiß ich auch nicht. Der ist irgendwo,
ich weiß nicht, über was ich mich aufgeregt habe oder so. Ich weiß gar nicht, irgendwo muss ich wahrscheinlich in dem Moment was gesehen haben. Vielleicht ist das gerade ein Bild gewesen, wo einer einen Helm auf hatte oder vielleicht ist ein Fahrradfahrer mit einem Helm vorbeigekommen oder was auch immer. Irgendwo, ich kann es nicht sagen, spontan gekommen und ja, der hat ein paar lustige Runden schon gedreht. Haben Sie sich abtrainieren müssen oder kommt der ab und zu nochmal? Ab und zu kommt er nochmal, ab und zu habe ich nochmal drauf. Ne? Jana Blank hat uns geschrieben und ich lese das mal komplett vor, weil es ist eigentlich ja, sehr nett. Hallo Thomas, alles Liebe zum Geburtstag, sagt sie jetzt schon. Okay, wünsche dir Jana aus Berlin, die dich sehr vermisst. Ich persönlich bin durch den Schafstallfußball Werder-Mitglied geworden. Leider ist von dem Spielstil kaum was übrig geblieben. Gibt es denn Hoffnung, dich als Trainer wieder erleben zu dürfen? Ich habe es mir abgewöhnt, irgendwo etwas zu sagen, so endgültig oder sowas, weil man dann immer nachher, wenn sich dann doch was ändern sollte, wieder sich rechtfertigen muss, ja, warum machst du jetzt das oder das? Deshalb würde ich das nicht ausschließen. Im Moment sieht es nicht danach aus. Ist jetzt, sage ich mal, vielleicht auch nicht die erste Intention, wieder in dem Bereich zu arbeiten, als Trainer zu arbeiten. Wobei ich auch immer wieder sage, wenn ich am Spielfeld dran bin oder sowas, dann merke ich, wie das doch immer wieder aufflackert und dieses Gefühl immer wieder da ist und die Freude, ja, da mitzufiebern und dabei zu sein, die ist schon immer da. Man muss sich dann auch immer ein bisschen bremsen und muss sich dann auch immer ein bisschen zurücknehmen. Aber es ist jetzt nicht die erste Intention, deshalb weiß ich nicht, ob es überhaupt nochmal passiert oder wie es passieren würde, wie es passieren könnte, wüsste ich auch nicht. Im Moment, weil ich mir einfach auch diese Gedanken nicht mache. Eine Frage, die da ein bisschen anschließend ist, nochmal von Stefan Schuster. Werder dümpelt seit vielen Jahren in den unteren Tabellengefilden herum. Was muss Werder machen, um wieder dauerhaft unter die Top 6 zu kommen? Ja, das ist... Da haben wir viele Fragen gekommen in die Richtung. Ja, wir merken ja umso mehr, sage ich mal, das, was wir... wie soll ich sagen, um so eine Sicherheit zu haben, in einem Bereich immer wieder dabei zu sein, merken wir immer mehr, wie wichtig es ist, diese Wirtschaftlichkeit auch zu haben. Also diese Möglichkeit zu haben, auf das zurückzugreifen, wo man weiß, das hat man schon mal erlebt, da ist schon mal eine Leistung abgerufen worden. Wie man das bei den Spielern, die man genau, dann also wie man einfach einen Kader zusammenstellen kann, wo man weiß, nicht nur, dass die Hoffnung da ist, dass er das erreichen kann, sondern dass da eben, das macht einfach nachher so diese Welle aus. Ne? Je mehr ich darauf zurückgreifen kann, umso mehr ich das schon erlebt habe, je mehr Spieler ich in dem Bereich habe, die das eben auch eher realisieren können, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das auch erreicht wird. Das ist immer mehr wichtig und deshalb muss man erstmal wieder in diese Situation kommen. Also auch so eine Chance zu haben, auf das, was man erlebt hat, aufzubauen, nachzusetzen, ne? Nicht nur eben zu erreichen in der Hoffnung oder in dem Wissen auch, dass es sicherlich auch passieren kann. Ja? Wenn ich zurückblicke, wir haben viele Mannschaften erlebt über all die Jahre, Werder-Mannschaften, wo wir wussten, wenn alles funktioniert, sind wir top. Dann können wir jeden herausfordern oder die meisten herausfordern. Aber wir wissen auch, das kann von heute auf morgen auch mal daneben gehen. Und Mannschaften wie Bayern München, die haben einfach dieses Wissen, diese Qualität. Sie wissen, sie werden immer an ein Niveau rankommen. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie da auch erfolgreich sein können. Deshalb da hinzukommen, das wird wahrscheinlich ein längerer Weg werden. Also müssen da auch, da gehören auch glückliche Umstände dazu, dass man ein Team findet, was dann auf einmal zusammenbleiben kann, was sich dann entwickelt und dann im Prinzip das andere dazukommt. Ne? Kann keiner sagen. Nee, kann nicht mal Sie. Dennis Freitag will was ganz anderes wissen. Der ist offensichtlich nicht so sehr an Sport interessiert, sondern mehr, was ist dein Lieblingsessen und wo isst du das? Das ist mal eine Frage. Oh, ich bin da ziemlich offen, was sag ich mal, die Richtung angeht. Nicht so sehr festgelegt. Also im Sommer ist es natürlich schön, wenn man draußen mit Freunden sitzt und grillen kann, Barbecue macht und dort eben auch alles Mögliche auf den Grill draufhaut.
ein gutes Steak, genauso wie Fisch oder ein gutes Gemüse oder wie auch immer. Da gehört alles dazu. Ich gehe auch gerne essen, das ist auch keine Frage. Wir lassen uns auch gerne verwöhnen mal von einer guten Küche. In unseren Urlaubsorten, Urlaubsländern genießen wir die dortige Küche und genießen das. Auch das einfache, gutbürgerliche Essen, was sehr oft sehr lecker ist. Aber es gibt viele Sachen, die ich gerne mag. Niklas Seid möchte gerne wissen, Herr Schaaf, woran machen Sie es fest, ob ein Spieler die Qualität für die Bundesliga mitbringt? Das sind ganz viele Sachen. Natürlich zum Ersten, ob er das Talent hat, zum Zweiten, ob er auch die Hartnäckigkeit hat, auch diesen Biss hat, wirklich dran zu bleiben, also aus seinem Talent auch was zu machen. Gehört auch ein Schuss Glück dazu, im richtigen Moment mal an der richtigen Stelle zu stehen, auch etwas bei den Leuten im Kopf hängen zu lassen, dass man eben etwas zeigen kann, was vielleicht besonders ist. Eine Eigenart auch, die gehört auch dazu, eben was Besonderes darzustellen gegenüber anderen, sich vielleicht auch ein bisschen abgrenzen zu können, ein besonderes Merkmal zu haben. Das haben Sie früher häufiger mal gesagt, wir haben ja schon häufiger mal ein Interview gemacht, dass Sie gesagt haben, also irgendeine Besonderheit wäre immer schön, wenn die Spieler, ein Spieler das hatte. Also als Trainer stellt man auch nicht ein Team zusammen, wo alle Spieler gleich sind. Also müssen alle unterschiedlich sein und jeder muss seine Besonderheit haben, seine besondere Qualität, die er dann fürs Team einbringen kann. Kevin Kammer möchte gerne wissen, welcher Werder-Spieler hat Sie als Trainer am meisten an den Rand der Verzweiflung gebracht oder am meisten geärgert? Aber er sagt auch, und welcher hat Sie am meisten begeistert? Jetzt werden wahrscheinlich viele auf einen Ayrton oder sowas. Natürlich, ja, klar. Aber ist wahrscheinlich gar nicht so, ne? Nein. An die Verzweiflung gebracht wirklich, und da will ich gar keine Namen nennen, aber ein Spieler oder die Spieler, wo ich es nicht geschafft habe, vielleicht das Optimale rauszuholen, was ich vielleicht auch in dem Spieler gesehen habe. Das kann mehrere Möglichkeiten, also mehrere Situationen darstellen. Also zum einen, weil es vielleicht die Situation nicht gegeben hat. Zum anderen, weil der Spieler, weil ich vielleicht keinen Kontakt gekriegt habe, um die Fähigkeiten rauszukitzeln. Also Kontakt zu dem Spieler im Prinzip. Genau, vielleicht so. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man eben auch immer irgendwo eine Verbindung hat, einen Weg gemeinsam zu gehen, eine gemeinsame Sichtweise zu haben, irgendwas zu erreichen. Und wenn man das nicht geschafft hat, dann hat mich das wirklich immer in die Verzweiflung gebracht, weil das ärgert mich, weil ich es schade finde. Was haben Sie dann gemacht, wenn Sie das gespürt haben? Was? Ja, man versucht dann alles auszureizen, aber irgendwann gibt es dann den Moment, wo man dann eine Entscheidung treffen muss und sagen muss, versuch's woanders oder es macht keinen Sinn. Ne? Oder ja, so können wir nicht weitermachen, wie auch immer, wir brauchen eine Entscheidung. Und wenn Sie dann gesehen haben, dass der andere Spieler woanders funktioniert hat oder nicht funktioniert oder anders funktioniert hat, war es dann nochmal eine Enttäuschung oder ist es manchmal dann eine Bestätigung von dem gewesen? Er lag vielleicht doch nicht so sehr an dir? Kann beides sein. Ja. Kann die Enttäuschung sein, Mensch, du hast es nicht geschafft. Ja. Und kann im nächsten Moment genauso die Bestätigung sein, die Situation sein, siehst du, ne? Genau das hast du vielleicht gesehen. Oder auch die Freude, ne? weil wir vielleicht nicht die Situation gehabt haben, ich ihm vielleicht nicht diese Möglichkeiten geben konnte, aber woanders hat er es eben realisiert und hat es hingekriegt. Also bei Mesut Özil und Diego müssen wir da nicht drüber reden. Ich glaube, da haben sie einen guten Kontakt gehabt und die ganz gut hinbekommen hier. Aber Oliver Engels möchte ganz gerne wissen, in dem Zusammenhang, haben Sie Kontakt eigentlich noch zu solchen Spielern wie Mesut, wie Diego, wie Joa Miku? Also vereinzelt, ja. Es kommt immer mal so, die natürlich weiter wechseln, ist es natürlich auch schwieriger. Dann irgendwo so nochmal einen Kontakt zu haben. Aber zwischendurch trifft man sich immer wieder. Auch durch meine Tätigkeit jetzt bei der UEFA war ich bei vielen internationalen Spielen, Champions League, Europa League, war bei den Finals, war bei Turnieren und habe dort eben dann immer mal wieder den einen oder anderen getroffen. Oder auch jetzt, wenn wir ein Jubiläum hatten hier im Verein, dann hat man sich vielleicht getroffen. Es gibt immer mal wieder die Möglichkeit, sich wiederzusehen oder einen Kontakt zu haben. Es muss nicht immer so verbindlich sein, dass man sich immer vorgenommen hat, so, jetzt musst du dich wiedersehen,
sondern ich bin dann immer so für die Situation, es zuzulassen und es zu genießen, wenn man dann eben so zusammenkommt. Chris Richter fragt, bei welchem Spieler ärgern Sie sich bis heute, dass Sie ihn nicht verpflichten konnten? Och, weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben sicherlich viele Gedanken noch gehabt. Da beziehe ich Klaus auch gerne ein, wo wir Spieler gehabt haben, den wir vielleicht noch gerne zu uns geholt haben, aber wo es dann eben nicht geklappt hat, wo es nicht gepasst hat. Für mich ist viel größer die Freude, wie viele Spieler wir hier realisiert haben und wie viele Spieler wir hier als tolle Fußballer entwickelt haben und die heute immer noch gern gesehen sind und die heute auch ja, gerne, immer wieder gerne nach Bremen kommen. Ja, ein paar spielen ja auch noch, ne? Es sind ja nicht alle. Ja, ein paar sind auch noch dabei, ja. Also wenn man zum Beispiel so ein Kevin De Bruyne im Moment noch so durch England und durch Europa flitzen ja, sieht. Ja, ist großartig. Also wenn ich ihn sehe, ich habe ihn zwischendurch mal getroffen gehabt, eben bei der, weiß gar nicht, wo es war, irgendwo Aufgaben bei der UEFA, hatte ich ihn getroffen und wiedergesehen. Und eine große Freude. Großartiger Spieler mit unglaublichen Fähigkeiten. Und dass er hier für uns in seiner Entwicklung eben, dass wir da mit dran mitarbeiten durften, teilnehmen durften, ist schon toll. Letzte Frage. Kalli Thompson darf das machen. Hier meine Frage an die wohl größte Legende von Werder. So wird eingeleitet. Auf welcher Ihrer zahlreichen Titel als Trainer oder Spieler sind Sie am meisten stolz? Das ist auch immer so ein Punkt. Titel gehören dazu und sind sicherlich auch wichtig, dass man auch irgendwo was auf dem Briefpapier hat, habe ich immer gesagt. Haben Sie so ein Briefpapier zu Hause? Oder dass man einfach sagen kann, ja, das hast du erreicht. Aber es gibt so viele Trainer, die so einen geilen Job machen und die so einen großartigen Job machen und die nie Titel gewonnen haben, aber die einfach super gearbeitet haben. Und es gibt für mich eben auch neben den Titel ganz, ganz viele Momente, wo ich mich einfach drüber freue, dass das stattgefunden hat, dass das passiert ist. Also beispielsweise mit Spielern zusammengearbeitet zu haben, die dann ihren Weg gemacht haben oder denen man einfach irgendwo was mitgeben konnte. Und vielleicht hat man auch den einen oder anderen geweckt für sein Leben insgesamt. Wäre jetzt was ganz hochgetragen ist. Aber einfach, wo man gemeinsam etwas Tolles erlebt hat. Und nochmal, wir stehen hier bei den Fans in der Kurve. Für mich auch immer wieder wichtig, dass wir schöne Momente weitergeben konnten. Wo einfach Freude, wo Begeisterung, wo ein gutes Glücksgefühl einfach mal da war für jeden Einzelnen. Ich glaube, wir haben alle, im Moment machen wir auch eine Zeit durch, die nicht für jeden so angenehm ist. Und wenn wir dann nur mit unserem banalen Job hier so eine Freude rüberbringen können und das dann sich wieder spiegelt in so einem Strahlen, in so einem Begeistern, dann, ich glaube, dann sind das tolle Sachen, auf die wir stolz sind und auf die wir, wo wir uns freuen können, wo wir einfach gut mitnehmen können. Und laufen solche Bilder noch mal ab und zu vor Ihren Augen ab, wenn so, ich sag mal so, durchs Viertel fahren mit der Schale, mit dem Pokal, und Sie haben ja gesagt, dass gerade die Gesichter der ja, Menschen. Ja, man wird ja immer mal wieder damit konfrontiert oder in irgendwelchen Gesprächen kommst du wieder drauf und dann ist eben das habe ich versucht für mich eben auch immer so ein bisschen abzuspeichern, so ein paar Bilder zu machen, ne, von Ereignissen und so. Dann kommen die schon mal hoch und dann freust du dich. Freue ich mich auch. Wie wäre es denn jetzt zum Abschied des Gesprächs noch mit einem Geburtstagsgeschenk, ein Spiel hier in der Ostkurve zu gucken? Verkleidet? Nee, verkleidet nicht, auf keinen Fall mehr. Und ich glaube, gucken. Also ich bin dann, für mich ist es dann eher so der Part, auf der Tribüne zu sitzen, weil da oben der Apparat abläuft. Ne? Also zu gucken, wie funktioniert was, wo ist die Idee, ne? Anstatt so ein Spiel einfach nur mitzufiebern, das fällt mir ganz schwer. Können Sie nicht?
quer, weil immer da oben irgendwo so dieser Trainer drin ist und der dann überlegt, wo ist der Gedanke jetzt gewesen oder wie läuft das Spiel, was könntest du jetzt machen, wie wäre es vielleicht, welche Idee hättest du oder wie wird es jetzt umgesetzt, Mensch, interessant, klasse, da ist was hinterlegt oder so, das rattert dann alles so ab, da wär's dann schwer. Gut, dann gucken Sie nur auf die Ostkurve und schauen und gerne, genießen es. Immer wieder gerne, weil große Begeisterung und ich freue mich immer, wenn es eben auch gut abläuft. Und darüber haben wir ja schon gesprochen. Das sollte es auch immer bleiben. Dann vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch von allen Fans, die uns geschrieben haben. Das waren irre viele. So weit, ja. Ja, also wird ja dann ausgestrahlt. Können wir jetzt verraten, haben wir ein bisschen Ärger gemacht. Und die Deichstube gratuliert. Dann auch, wenn es ausgestrahlt wird, ist es dann auch rechtens. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön, alles Gute. Danke.